Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Ich bin wieder für euch am Start mit der dritten Episode von Ronaldo Supreme, Leute. Wir sind wieder am Start und ihr habt wieder fleißig in die Kommentare geschrieben, was wir upgraden sollen. Und zwar hatten wir 9 Upgrade-Punkte gesammelt gehabt in der letzten Episode. Und ihr habt mir richtig geile Spielervorschläge in die Kommentare geschrieben. Unter anderem habt ihr geschrieben, ich soll Inaki Williams holen. Aber unter anderem habt ihr mir auch genau diesen Kommentar geschrieben. Und den habe ich auch erstmal genommen. Dann haben wir mit Bolasie einen weiteren 5-Sterne-Skiller oben drin, zusammen mit Ronaldo. Sanchez linkt perfekt Bolasie. Okay, was heißt perfekt? Er hat einen orangen Link zu Ronaldo und zu Bolasie. Und somit habt ihr wieder was richtig Geiles in die Kommentare geschrieben. Wir haben wieder übelst die Likes geknackt. Und ich würde mich wieder richtig freuen, wenn wir nochmal alle zusammen einen Daumen hoch, nicht nur einen, sondern auch 2 oder 3 Daumen hoch auf diesem Video schaffen könnten. Ihr wisst, was das heißt. 5000 Likes sind mindestens drin, wenn nicht sogar 7 oder 8000 Likes. Also Leute, liken, liken, liken. You know what's poppin'. Und bleibt wieder bis zum Ende dran. Eigentlich hätten wir jetzt noch einen Upgrade-Punkt verfügbar, aber es geht von Episode zu Episode immer von 0 los. Und deswegen haben wir jetzt wieder 0 Upgrade-Punkte. Und ja, ich weiß, meine Frise ist broke. Ich hatte keinen Bock, nach dem Friseur die nochmal zu machen. Ich habe die einfach gelassen, wie sie ist. Und wen juckt's denn zum Schlutz? Wen juckt's denn zum Schlutz? Ja, es geht wieder in die Liga, Leute. Liga 6 sind wir mittlerweile und haben 3 Punkte. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Wir gehen ins Spiel, wir suchen unseren ersten Gegner und bleibt bis zum Ende dran, weil ihr könnt wieder entscheiden, welche Upgrades wir in der nächsten Episode holen sollen. Let's do this thing. Und hier ist unser Gegner am Start. Der hat ein richtig stabiles Team. Kassiers ist nicht auf voller Chemie. Warum machst du das? Wohl auch Ter Stegen oder so. Aber hat dafür eigentlich ein stabiles Team mit Asensio, mit Williams. Ja, geht aber zu knacken. Liga 6 wird aufgestiegen und deswegen wird jetzt gewonnen, Mensch. Boah, der Gegner spielt krass auf Ballbesitz, Leute. Ich hasse es, weil ich spiele eigentlich auf Ballbesitz. Und dann bockt das nicht, wenn der Gegner auch auf Ballbesitz spielt. Oh mein Gott, wie habe ich das verteidigt gerade? Das ist die erste Runde FIFA, die ich heute spiele. Ich merke, ich bin richtig eingerostet gerade. What the fuck? Jetzt. Oh, Bolasie! Schade, Alter. Dieser Pass war eigentlich Zucker. Komm, Ronny. Doppelpass. Nochmal auf unseren neuen Spieler. Ach nee, das war Bakambu. Und das gibt einen Upgrade-Punkt für uns. Und hier kommt unser Standardjubel, den man als erstes rausholen muss. Und das ist der. Oh mein Gott! Haut er den mit Williams, mit Inaki, den ihr auch in die Kommentare geschrieben hattet, in den Winkel. What? Komm, Ronaldo. Ronaldo geht jetzt ab. Ich weiß nicht, warum er auf der Seite ist. Ist er aber. Oh mein Gott, Alter. Der ist nicht drin, Leute. Das wäre so gut gewesen. Pam, Alter. Die Ecke kommt von Ronaldo rein. Das muss ich mal abändern, weil der muss die Kopfballtore machen. Wie gesagt, Leute, unterschätzt das nicht, mit dem Silberteam in der Liga zu zocken. Da sind sowieso alle am Tryharden, weil die in die Liga 1 wollen. Und somit ist das relativ schwer. Oder auch nicht. Und Ronaldo. Digga, wieso machst du den mit links? Bist du verrückt? Komm, Bolasie. Oh, Bolasie überläuft. Bolasie überläuft krass und Ronaldo geht oben ab. Das sehe ich. Das sehe ich immer noch. Den flanken wir auf Ronaldo in den Lauf und der macht den easy going. Und das gibt 2 Upgrade-Punkte. Jetzt sind wir wieder auf 2, weil Minuspunkte gibt es nicht. Komm. Bakambu, geh doch. Jawohl. Und jetzt Pam, Alter. Upgrade-Punkt Nummer 3. Diese Flachschüsse sind geil. Ja, oh mein Gott, jetzt Bolasie, unser neuer Mann. Und der macht den auch mit Elfmeter. Elfmeter und wir können jetzt noch ein Tor mit Ronaldo schießen. Das ist ja sogar noch geiler. 2 Upgrade-Punkte anstatt 1. Wir müssen den natürlich nur noch reinmachen, aber ich denke, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, der geht eh rein. Und das sind Upgrade-Punkte 5 für dieses Spiel. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, komm, Ronaldo. Jetzt irgendwie mal ein paar Skills raushauen. Oh. 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 Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das war aua. Und somit stehen wir wieder 2:0:0 in dieser Liga 6. Und somit gehen wir mit 6 Upgrade-Punkten ins nächste Spiel. Und dieser Typ hat ein stabiles Non-Red-Team gefühlt. Ja, aber man darf so eine Leute nicht unterschätzen, weil der hat auch Coca-Cola-Trikots. Das heißt, vielleicht hat er ein bisschen Ahnung von FIFA. Man weiß es nicht. Guck mal.
Ey! Junge, Mann, ich wollte schon ausrasten, ich schwör's euch. Bolasie ist schnell. Bolasie ist schnell. Ronaldo ist in der Mitte. Legen wir nach hinten und Ronaldo macht den einfach mal rein. Ich führe den kurz aus. Spiele ihn in die Mitte. Nach hinten, einmal weiter. Und Sanchez, unser neuer Mann mit dem 1:0. Komm, Ronaldo. Ja. Schick ihn. Und das ist das 2:0. Das ist unser zweites Upgrade. Und somit sind wir jetzt bei 8, glaube ich schon. Das ist krass. Gut hinterlaufen. Bolasie bleibt nochmal stehen. Geht nochmal nach hinten. Spielt nochmal rüber. Spielt nochmal auf Ronaldo. Und dann machen wir das Ding mit Ronaldo rein, weil wir wollen 2 Upgrade-Punkte und nicht nur 1. Digga, ich dachte, der hält den, Alter. -2. Aber der erste war schon stark gehalten und es verdient. Guck mal jetzt, Leute. Eieieiei. Okay, Ronaldo, come on. 11 Meter. Und den schießen wir wieder nach links. Tor. Somit sind wir, glaube ich, bei 10 Upgrade-Punkten. Ich schreibe das sowieso immer mit, aber ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt. Aber ich denke, wir sind bei 10. Somit haben wir auch schon den letzten Gegner für diese Episode gefunden. Und wir haben schon richtig viele Upgrade-Punkte. Warum hat auf Goretzka eine Spieler-Trainingskarte gegeben? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall sammeln wir jetzt noch ein paar Punkte und dann gibt es richtig fette Upgrades. Vielleicht kommt sogar schon die erste Ikone oder sowas. Man weiß es nicht. Jetzt geht's los, Leute, zu diesem Gegner. Oh mein Gott, geiles erstes Tor in der ersten Spielminute. Richtig stark gemacht, Mann. So, gut geholt den Ball. Ich will, dass der Gegner Rage quittet, weil dafür kriegt man auch nochmal ordentlich Upgrade-Punkte. Und deswegen wird das hier mein Ziel sein. Dass er rausgeht, Alter. Schade. Schön gesehen, schön gemacht und das gibt weitere Upgrade-Punkte. Mal gucken, ob er schon rausgeht. Oh, sauber abgelaufen. War eigentlich schlecht gespielt, aber der Gegner kam irgendwie nicht zum Ball. Und somit sind wir durch und somit machen wir das dritte Tor und somit steht es hier 3:0. Zack. Oh. Oh. Hoppala. Hoppala. Oha, hat er richtig stark gemacht und kommt aber nicht zum Tor. Das darfst du doch nicht machen, Mensch. Das darfst du doch nicht testigen. Holy shit. Oh, macht er das stark. Heftige Flanke. Aber im Gegenzug komme ich wieder mit, Ronaldo, und hol mir nochmal die 2 Upgrade-Punkte, die du mir abgezogen hast, wieder. Abseits. Was mache ich denn da, hä? Junge, Bronze 5, Alter. Ja, Junge, abseits. Nein! 4:3, das war nicht mal abseits, was mache ich denn? Jawohl, Digga, so ein Fehltas darf ihn nicht passieren. Jetzt kommt Ronaldo nochmal. Ich weiß nicht, bei wie vielen Upgrade-Punkten wir sind, aber ich hoffe, wir haben genug für Hulle. Jawohl. Jawohl. Jawohl, Junge! Und hiermit pfeift der Schiri auch ab. Wir haben 6:4 oder 6:3 oder 5:3 irgendwie sowas gewonnen. So Leute, wir haben 12 Upgrade-Punkte, glaube ich, uns gesammelt. Ihr seht ja den Upgrade-Punkte-Stand unter der Facecam. Und somit können wir uns wieder 1 bis 2 Spieler richtig gut upgraden. Ihr könnt wieder in die Kommentare schreiben, wen wir uns upgraden sollen in der nächsten Episode. Vielleicht ein Torwart, vielleicht ein Innenverteidiger oder doch vielleicht sogar den 88er Griezmann schon hier reinballern. Ihr könnt entscheiden, eure Kommentare gewinnen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, Leute. Ich würde mich freuen über 5000 Likes.
Checkt auch, wenn ihr Bock habt, meine Klamotten habt. Ihr wisst es, die sind immer noch im Shop erhältlich. Erster Link in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, was ist das von Ronaldo Supreme? Wenn ihr die nächsten Tage schon wieder ein Ronaldo Supreme sehen wollt, dann sehe ich das an der Bewertung und an den Kommentaren, Mensch. Und ja, somit würde ich sagen, bin ich auch out. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt ein richtig geiles Video. Ich denke, vielleicht sogar meine... Ah ne, morgen kommt ein Video gegen einen Special-Gast. Das dürft ihr auch nicht verpassen. Peace.